Was eigentlich mit dem Schauspieler Brandon Fraser passiert? Der ist wirklich so dick. Du sagst jetzt nichts gegen Brandon Fraser, bitch. Brandon Fraser ist mein Spirit Animal, Alter. Ja, Brandon Fraser hat echt, Alter, holy shit. Die Geschichte von Brandon Fraser ist vielleicht gar nicht so klar, ne? Lass uns mal über Brandon Fraser sprechen, Alter. Ihr kennt ihn vielleicht. Ihr kennt ihn vielleicht nicht. Aber lass uns mal über die Geschichte von Brandon Fraser reden. Brandon Fraser ist Schauspieler. Schauspieler, Actor. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Bild. Brandon Fraser, Schauspieler und Actor. Der hat damals in der Mumie mitgespielt und ist jetzt in einem neuen Film. Aber zwischenzeitlich ist eine Menge passiert. So, Brandon Fraser. Alter, richtig krass. Brandon Fraser ist ein Schauspieler, den kennt ihr aus George aus dem Urwald, Steinzeit Junior, Die Mumie, Teuflisch und hat auch eine Folge, eine meiner Lieblingsfolgen in Scrubs mitgespielt tatsächlich. Ich persönlich bin großer Brandon Fraser-Fan. Die Folge ist Staffel 3, glaube ich, Folge 12. Hat auf jeden Fall mehrere Filme gehabt. Ne? Brandon Fraser ist insane. Aber Brandon Fraser ist auch echt ein traumatisierendes, ist was Traumatisierendes passiert. Also der hat relativ früh geheiratet oder der hat seine Frau kennengelernt, auch im Schauspielbusiness. Die haben, glaube ich, 3 Kinder und der hat halt seinen großen Durchbruch mit Die Mumie gehabt. Ne? Und in der Mumie hat er halt alle seine ganzen Stunts gemacht. Also wissen viele nicht, das hat er aber auch in Interviews gesagt, dass er die Mumien-Stunts in den ganzen Filmen halt sehr viel selber gemacht hat und sich da teilweise richtig auseinandergerissen hat. Hat teilweise sich selber erhangen, hat die ganzen Stunts gedreht, sich Rippen gebrochen, Arme, alles. Vollkommen verrückt. So auf Jackie Chan-Basis, bloß eben, das ist alles schiefgegangen. Und was aber viele nicht wissen, ist, dass er hatte dann eine ganz traumatisierende Erfahrung mit einem Hollywood-Actor, also beziehungsweise einem Bad-Actor in Hollywood. Warte mal, Brandon Fraser Sexual Harassment. Ich muss das kurz gucken, damit ich weiß, wer das war. 2018 hatte Brandon Fraser dann einen Übergriff von einem Hollywood Foreign Press Association Member, also von dem Forum der Hollywood Foreign Press, hat ihn jemand in den Schritt gefasst. Und das hat ihn so traumatisiert, dass er das bis vor 2 Jahren nicht gesagt hat. Das ist wirklich crazy. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Die haben sich scheiden lassen. Er hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Da wurden auch noch Gerichtsurteile ausgefechtet. Er konnte leider nicht schauspielern, weil aufgrund der Tatsache, dass er sich zurückgezogen hat und der Tatsache, dass er diesem sexuellen Übergriff eher verwirrt und abgestoßen gegenüberstand, logischerweise, landete er dann auch auf so einer Blacklist. Er hat dann also keine Rollen mehr bekommen und ist jetzt bis vor zwei Jahren wirklich einfach verschwunden. Und hatte auch viel noch mit den Konsequenzen seines Körpers zu tun, die er durch die ganzen Probleme mit den Mumiendrehs hat. Ne? Also der hat sich da wohl richtig kaputt gemacht. Richtig, richtig, richtig kaputt gemacht. Und jetzt ist es so, dass er eine seiner größten neuen Rollen hat. Und das ist The Whale. In The Whale spielt er einen übergewichtigen, gebrochenen Mann, der ist ein Drama. Also es ist ein krasser, soll ein kranker Film sein. Ist auch für den besten männlichen Actor in den Oscars nominiert. Was, glaube ich, für ihn egal ist, weil er da nicht hingehen wird. Aber der ist wohl richtig emotional und richtig dramatisch, der Film. Denn es geht darum, dass jemand, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt, wir gucken uns gleich mal den Trailer an. Da geht es darum, dass ein Mann glaubt, dass er nichts in seinem Leben richtig gemacht hat und dann versucht, in seinen Kindern und allen um sich rum das Gute zu sehen. Das ist wirklich hochgradig dramatisch. Er spielt sozusagen in The Whale den Whale. Und das ist einfach ein kranker, also das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Trailer. Ich will ihn einfach mal mit euch schauen, damit ihr sehen könnt, wo wir sind mit Brandon. Can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you.
Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old, and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead, what's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Oh Gott. So krass. So krass, diese Szene, Alter, die bricht mich jedes Mal. Jesus Christ. Digga, Brandon Fraser. Damn. Alter. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film. Wird ein sehr emotionaler Film. Den werde ich mir auf jeden Fall werde ich mir den angucken. Und ich kann, also, wird auf jeden Fall wild. Für die Leute, die den Trailer nochmal sehen wollen und vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es schon eine deutsche Version davon gibt. Mich interessiert sowas in der Regel nicht. Also ich gucke Filme auch auf Englisch, will ich damit sagen. Lol, Flex, lol. Das Fazit ist eigentlich, dass Brandon Fraser unheimliche Schicksalsschläge hinter sich hat, der von seiner Frau, dass der eine Scheidung hinter sich hat, der sich zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Eine übelsten traumatische Erfahrung mit einer Person aus Hollywood, dann keine Rollen mehr bekommen hat und sich jetzt so ein bisschen mit der Unterstützung des Internets und der Sympathien der Leute zurück in den Mittelpunkt des Schauspiels kämpft. Und das ist so eine richtig krasse Sache und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der Film The Whale mit ihm als Hauptdarsteller einen so viel bedeutungsschwangeren Kontext bekommt, weil das schon ist schon krass. Das ist schon crazy. Ich bin großer Brandon Fraser Fan. Krass, sehr krass. Ist wirklich eine crazy Szene, oder? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, warum haben sie diese Szene in das Video gebracht? Ach Mann, ey. Ich hätte die lieber nur im Film gesehen und dachte so, ach du Scheiße. So, jetzt habe ich einen kurzen Brandon Fraser Fan-Moment geteilt. Ich freue mich sehr auf den Film. So.